Slanche, cheers, Prost! Herzlich willkommen, jetzt nuschel ich schon am Anfang, herzlich willkommen zu Mittermeiers Whisky-Montag. Eigentlich ist der Whisky-Montag dazu da, damit ich am Schluss nuschle. Willkommen, nein, jetzt schon am Anfang. Ja, ich sag Servus, ich freue mich sehr. Heute ist jetzt auch bei mir Montag, letztes Mal war es ja Sonntag und heute ist bei mir Montag und man sieht es in der Spiegelung in meiner schönen Vitrine da hinten, wo die Whisky stehen, nicht alle, ein paar nur. Bei mir ist noch Nachmittag, also so kurz vor Sonnenuntergang. Weil es ja nie live ist, ich meine, es gibt, glaube ich, einige, die da draußen gesessen sind. Wahnsinn, wie der das macht, live, wie wir da miteinander trinken. Nee, das, wir müssen es dann ja erst, also quasi konfektionieren. Ich muss das Video dann hochladen und bumsti bumsti und was dazu schreiben. Also bei mir ist jetzt Nachmittag. 11.40 Uhr habe ich ja mal als Feierabend. Nein, 12.40 Uhr. Ich denke, das geht trotzdem. Für mich war auch heute ein saustressiger Tag mit ganz vielen Dingen. Ich habe telefoniert, wenn ein wahnsinniges Telefon ist ausgefallen. Es war das und muss das und ich muss für ein Fotoshooting Klamotten checken und ich muss. Und jetzt ist alles gut. Weil jetzt sitze ich da und darf genießen. Und dafür ist der Whisky-Montag da. Wie gesagt, für alle, die kein Whisky mögen, ihr könnt auch einen Döner-Montag, Bluna-Montag, Bluna sage ich irgendwie immer, ein Bionade-Montag, ein selbstgemachter Bluna-Montag, ein whatever. Ich habe was ganz Besonderes, weil es ist selten, dass ich was trinke, was ich tatsächlich never ever getrunken habe oder von einer Distille, wo ich gar nichts weiß. Also, weil ich noch nie einen Whisky von denen getrunken habe. Und ich freue mich wie Sau. Ein Mortlach 16. Vielleicht heißt es auch Mortlach. Also, keine Ahnung, ich bin damit Aussprachen nicht so gut. Ich bin Bayer, da geht es mir wie den Schotten. So richtig sind wir in der Sprache, in der Schriftsprache nie angekommen. Das ist auch gut so. Also vielleicht Mortlach 16. Ich finde schon die Flasche geil. Das hat so was echt Edles. Ja, also ich mache jetzt einmal auf. Nur damit die Leute nicht... Das Verhüterli habe ich schon runter gemacht, damit es schneller geht. Weil ich will ja nicht so dieses Gefummel haben, was ja sonst... Oh mein Gott. Aber gut, dann ist es beim Draufmachen. Mein Gott, Fummel, Fummel. Also, das ist ein Mortlach 16 aus dem, was ist das, aus dem ich mit meinem Diageo Stall und ich glaube, der ploppt, Na, hat er nicht. Aber wenn er nicht ploppt, schmeckt er dafür umso besser. Machen wir hier so. Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe, weil ich habe keine Ahnung. Mich wundert es immer bei so Sommeliers, dann riechen die am Korken. Ich schmecke beim Wein nicht einmal, ob der Wein korkt. Und die riechen am Korken, ob der Wein korkt. Darf ich diesen Satz nochmal wiederholen? Wenn der Sommelier am Korken riecht, ob der Wein korkt, frage ich mich als völliger Amateur, wenn ich an einem Korken rieche, zum Beispiel den, der riecht nach Korken. Also für mich korkt der Korken. Also der Korken korkt ziemlich. Also ich finde, Alter, also den Korken, ich glaube, den können wir wegkorken. Aber der Inhalt, so. Wie immer mein Lieblingsglas. Das ist so, man hat diese Flasche, die meisten sind rund und ich finde es total cool, weil die kann man... Die hat sowas, die kann man so richtig handymäßig, fast wie so ein Flachmann. Es wäre ein relativ großer Flachmann. Also sie ist ja flach, die Flasche. Ich glaube, danke Mortlach, das ist der größte Flachmann überhaupt. Ist super. Ich glaube, ich bin jetzt einfach gut drauf, weil ich das jetzt genießen will. Und ich stelle natürlich hier den Mortlach auf den besten Untersetzer. Nein, ich habe gelogen. Jetzt muss ich sagen, ich habe die letzten Male dauernd mein Buch hier hochgehalten. Das Buch, ich glaube, ich hatte es schon.
und das ja gerade nicht überall gibt, weil es, können wir nachher noch reden, ein bisschen ausverkauft ist in manchen Teilen. Und habe gesagt, das ist der beste Whisky-Untersetzer, den es gibt, mein Buch. Der ist jetzt unter der Hülle. Aber es stimmt nicht, der beste Flaschenuntersetzer, den es überhaupt gibt, das ist das Hörbuch von, ich glaube, ich hatte schon, weil die Form geiler ist. Das ist auch schon wie so ein, sonst sieht man es nicht. Das ist super. Siehst du? Weil wenn ich es hier zum Beispiel, pass auf, jetzt probieren wir das mal. Das schlägt einfach. Und jetzt machst du den Untersetzer. Habt ihr das gehört? Hat nichts gehört. Okay. Ja, vielleicht bin es nur ich. Ich bin heute blöd, lieg drauf. Und ich möchte jetzt sowas von genießen. Also, jetzt erstmal der Geruch. Ich muss auch wieder aufpassen, weil hier dieser grüne Punkt, da muss ich reinschauen. Ich bin jetzt immer gewohnt gewesen, hochkant schau, immer gerade. Da, wo du sitzt, Michel, schau einfach über deine Haare. Nein, ich muss quasi, ich muss neben mich schauen, um euch anzuschauen. Und das ist schwer, weil ich schaue mich halt so gern an. Weißt du, ich schaue so gern so. Aber also, Slanche. Das ist echt. Der riecht total, also voll, also keine Ahnung, was, wie man das sagt, vollmundig, ne? Vollmundig und null scharf. Also das ist total, es gibt manchmal, ich hatte hier schon das Glas, das ist ja wie so ein Verstärker, wie so ein Katalysator. Manchmal, da hältst du mir die Nase so, oi, der Schwede, bist du deppert. Der riecht, boah, ist das angenehm. Du mit dem? Aber ich glaube jetzt nicht mehr. Also wie ich vorher gesagt habe, vollmundig. Eigentlich ist er kräftiger, als ich gedacht habe. Der hat schon, ja, kräftig, würzig, was auch immer. Was sind das dann für ein bisschen kirschig, ein bisschen schokoladig? Ich nehme gleich noch meinen zweiten Schluck, weil, wie gesagt, ich habe noch nie einen Mortlach 16 getrunken. So, jetzt. Und so ein bisschen Rauch nach hinten raus. Und das mag der Michel. Und ich muss ja sagen, er wird, da kommen wir später noch, das ist, Mortlach ist in Dufftown. Ich finde Dufftown, Speyside-Region, Dufftown am Fittich. Freunde, das ist, das klingt wie aus einem Kinderbuch, oder? Es liegt in Dufftown am Fittich. Das ist so. Und es kommen Trolle und herumschwirrende Elfen haben diesen Whisky persönlich zubereitet. Und aber Mortlach, ich finde Mortlach ist ein geiles Wort. Ich finde Mortlach hat schon so, oder? Also wenn das nach, wenn was nach dem Namen bei Harry Potter klingt, dann ist es Mortlach. Du weißt schon, wer da wohnt. Mortlach. Also nicht zu verwechseln mit Mordor. Das ist ganz was anderes. Da gibt es kein Whisky. Da ist Sense, die nicht gut. Aber Mortlach, also. I like very much. Und ich habe gelesen, ich habe hier immer mal so ein paar Informationen hier auch. Das ist die älteste legale Distillerie Schottlands, die noch quasi brennt. Wurde aber errichtet oder ist immer noch auf dem Fundament von einer illegalen
Distillerie. Meine Theorie, es gibt gar keine Distillerie in Schottland, die nicht vorher illegal war. Also es ist jetzt einfach eine Theorie, wahrscheinlich da draußen die Korinthenkacker sitzen jetzt doch natürlich, das ist Bumsti-Wunsti in Daffy Duck, jetzt kommt das so, das hat sowas von Dufftown, das könnte auch so Entenhausen, das ist so ein Entenhausen für Trinker, für Whisky-Liebhaber, das finde ich schön. Oh, muss ich mal hin nach Dufftown und oh, ist schon sehr lecker. Und jetzt komme ich zu dem, die Mortlachs waren für lange Jahrzehnte, hat die keiner gekannt, weil die eigentlich nur Whiskys gemacht haben für Blends, was sau schade ist, weil der super ist. Hm? Und der hat übrigens, der hat 43,4%, genau, 43,4, also klassischer Single Malt, und er hat deswegen, das habe ich nachgelesen, jetzt scheiße ich auch ein bisschen mit Infos, damals, als die quasi eigentlich nur Blend gemacht haben, hat aber ein Kunde, ein Großkunde in Amerika, in New York, hat den importiert als Single Malt. Sagen wir es mal so, für die Amerikaner, also ist ja Single Malt, also, oh, ich glaube, der wurde in einem Fass ausgebaut. Well, it was like in a cask. Na gut, von Single Malt haben sie wirklich viel Ahnung. Ich weiß, jetzt kommen die ganzen Bourbon-Fanatiker und werden mich zu shitstormen. Ich habe jetzt noch nicht so viel Bourbons getrunken. Ich bin einfach Single Malt-Liebhaber. Und deswegen 43,4% für den Kunden in New York. Und für den war es ein Single Malt. Der Schotte würde drin sitzen, wie bei einer Jim Beam-Werbung so. Das ist kein Single Malt. Totenstille. Schotten heben ihre Röcke, binden sich die Bagpipes auf den Rücken und dann Freedom. Boah, den möchten wir gerne die ganze Zeit riechen, das ist schon. Also, pass auf. 92 gab es dann den ersten Single Malt, also die erste Ausgabe von dem 16-Jährigen. Und der wird genannt The Beast of Dufftown. Und so schmeckt er auch. Ich finde, er schmeckt. Und zwar wie ein geiles Biest. Alter, es gibt ja Biesti, wo man sagt, ja, weiß nicht, das ist schon echt ein Biest. Also die hat Haare auf den Zähnen. Bitte jetzt, nicht Gender, zwar ein schlechtes Wortspiel, ich weiß, aber egal. Und das ist ein Biest. Also, weil nämlich, jetzt komme ich noch zum Gang, was ganz speziell, weil da bin ich etwas, da habe ich wirklich gelesen, dieser Whisky, der Mortlach, der wird, stellen wir das hier her, der wird 2,81 mal destilliert. 2,81, also nicht zweimal, nicht dreimal, sondern 2,81. Jetzt sitzen viele da draußen und denken sich so, wie geht denn das? Das geht genauso, wie die Amerikaner damals, als sie den 43,4 Whisky eingeführt haben, die schreiben ja nicht drauf dann Prozent, sondern Proof. Und da war es 86,8. Weil die Amis müssen sie immer groß machen. Also wenn die Hände klein sind, dann müssen sie groß gemacht werden. Donald, oder? So. Und die wird 2,81 mal destilliert. Das hat ein, ich habe das nachgelesen, ein Dr. Alexander Cowie. Der war Brenner. Also, und wenn ich das so anschaue, was ich hier so sehe, dieses 2,81 Mal, Freunde, das war der Dr. Frankenstein der Whiskybrennerei. Der Eure, jetzt muss ich das mal hier reinhalten. Sieht man das? Pass auf, hier ein bisschen näher Richtung Kamera. Das sind hier, durch diese, es sind 6 Brennblasen. Und da läuft die durch, die sind alle unterschiedlich groß, die haben alle verschiedene Dellen. Die Rohre dazwischen sind alle unterschiedlich dick. Das heißt, dieses 2,81 Mal kommt dadurch zustande, weil, ich habe es gelesen,
und habe es nicht ganz verstanden, weil ich kein Spezialist bin. Aber das läuft so durch. Freunde, das ist der beste, geilste, analoge Whisky-Kopierschutz, der ever erfunden wurde. Weil den konntest du nicht kopieren, den Whisky. Bei 2,81 Mal mit den Rohren, mit dem ganzen Ding. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, hier. Und da gibt es eine, pass auf, wo ist die ganz, wo ist die kleine Brennblase? Eine, die da. Da ist eine, die kleinste Brennblase wird genannt The Wee Witchy. Also die kleine Hex zwischendrin. Und nicht heiße Hexe, kann man missverstehen. Heiße Hexe isst man nur, wenn man vorher, ich würde mal sagen, Rakke Rauchzart getrunken hat, dann isst man auch heiße Hexe und dann ist auch gut. Und ich bin total fasziniert, wirklich, es ist so geil. Und das Ganze hier, das aussieht wie ein Irrgarten. Also man stelle sich vor, irgendwo in diesem Irrgarten sitzt erfroren Jack Nicholson, nachdem er mit dem Axt versucht hat, seine Frau zu finden mit der Axt. Und dieses ganze Prinzip heißt The Way. Also ich finde, Alter, dafür kriegst du meine Liebe und meinen Respekt und mein Slansche. The Way mit 2,81, also bist du deppert, Alter. The Beast of Dufftown. Und ich habe noch was gefunden, weil ich bin ja gerne, wenn ich Namen lese und habe dann irgendeine Erklärung, dann der Komiker in mir geht ja sofort immer spazieren das Hirn. Und pass auf, Mortlach oder Mortlack, keine Ahnung, über Mortlack finde ich, hört sich nicht so gut an, oder? Also ich finde Mortlack, da konntest du jetzt die Schuhe lackieren, aber ich finde, ich sage Mortlack. Mortlach ist schöner, finde ich. Immer schöner wie Mortlach. So, also, die Bedeutung von dem Wort Mortlach. Entweder großer grüner Hügel oder, und jetzt müsst ihr euer Hirn ganz weit stretchen, die Ohren ganz weit aufmachen. Weil die nächste Bedeutung, erste Bedeutung, ich sag's nochmal, großer grüner Hügel. Zweite Bedeutung, Massaker an den Wildgänsen. Ich habe auch genauso geschaut wie ihr. Da ist in der Mitte viel Luft zwischen der ersten und der zweiten Erklärung. Ich finde auch, es doppelt sich wenig. Ich finde, großer grüner Hügel und Massaker an Wildgänsen. Vielleicht war das Massaker an Wildgänsen auch auf dem großen grünen Hügel. Aber es wird gesagt, es ist irgendwann das Jahr, was war das, so um 1000 nach Christus, hat der Schottenkönig Malcolm, der hatte einfach die Dänen geäxt. Da sind die Dänen gekommen und die haben gesagt, oh, das ist ja eine geile Gegend hier. Also ich finde Dufftown am Fittich, also jetzt hier mit Elfen und Trollen, also hier könnte man schon mal, also da waren die Dänen, aber die Dänen waren ja damals Wikinger, oder? Weiß es jemand? Könnt ihr ja in den Kommentaren, könnt ihr ja schreiben, waren die Dänen auch Wikinger? Ich glaube schon, oder? Wenn ein Vikings, wo ich ja, habe ich ja schon gesagt, bin ich ja in Staffel 4,2 und mittlerweile sehr weit. Es wird jetzt immer, jetzt wird es ein bisschen blöder, aber sie metzeln noch und sie metzeln noch schön. Und ich finde, das ist übrigens ein guter Whisky für, den kann man trinken, wenn man Vikings anstaut. Also, die Dänen kamen, ich glaube, sie hatten es vorher auch angekündigt. Und wenn die Dänen was ankündigen, dann machen die das auch. Weil Dänen lügen nicht. Soll ich was sagen? Auf dieses schlechte Wortspiel freue ich mich schon seit 2 Stunden. Und jetzt habe ich es gemacht. So, Slansche. Der war super. Ich liebe den. Also ist mir egal. Weißt du, Humor muss nicht immer für jeden sein. Der ist jetzt für mich. Dänen lügen nicht. Otto, du Gott, tatsächlicherweise. Mm. Mm.
Ich muss eins dazu sagen, als ich gelesen habe, die Wildgänse werden massakriert oder das Wildgänse-Massaker. Ich habe mich erinnert, es gab einen Film, den habe ich, boah, ich habe den sicher, ich habe den locker 15 mal, 20 mal gesehen. Die Wildgänse kommen. Das ist ja so ein, ja auch ein Splatterfilm, so wie dieses dreckige Dutzend, so Soldaten, Söldner gehen wo rein, müssen jemand rausholen und ein, es ist ein Auftrag, der kann nicht ausgeführt werden. Das ist ja so ein Star-Aufkommen. Richard Burton, Hardy Krüger. Hardy Krüger spielt damit. Ja, das ist diese Szene, wo er dann immer den einen auf den Schultern hat und dann, also Hardy Krüger stirbt in dem Film. Das ist der Vollspoiler, ich weiß. Und ganz viele sterben von denen, die dabei sind. Also das sind ganz viele tolle Hollywood-Namen. Ich sage nicht, wer alle stirbt. Ich glaube, Roger Moore ist dabei. Ja, Roger Moore, der war auch mal pleite. Und hat er gesagt, ja, zwischen James Bond 9 und James Bond 11 war er pleite und hat gesagt, muss ich jetzt auch mal einen Film machen. Und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, du, wir haben da einen super Film, ein super Drehbuch, die Wildgänse kommen. Dann hat er erst ein bisschen geguckt, der Roger so, Wildgänse, hat dann gefragt, ist es ein Film vielleicht über Whisky? Und haben die gesagt, na, nicht so ganz. Und spielt, die Handlung spielt in, irgendwo in großen, hinter großen grünen Hügeln. Und dann hat er zugesagt, weil er die Kohle gebraucht hat. Ja, Roger. Und nicht der Rabbit, der Moore. Also beide hatten einen ähnlichen Zugang zu Frauen. Roger Rabbit und Roger Moore. Also wer Roger Rabbit sieht und Roger Moore in James Bond, da würde ich mal sagen, ähnlicher Zugang. Und ich habe den Film so oft gesehen. Es gibt so Filme, die hat man, keine Ahnung, ich weiß nicht, 20 Mal gesehen. Also ich glaube, mein meist, was ist mein meistgesehenster Film? Ever. Also ich würde mal sagen, in den Top 3 ist auf alle Fälle The Warriors dabei. Über den spreche ich mal anders mal und stirb langsam. Also, aber The Warriors ist mit dabei. Gut, egal. Mir geht langsam der Whisky aus. Pass auf, ich schenke nochmal. Ich nehme die Flasche von... Ja, nein, der Punkt ist so, Freunde. Ich bin so saustolz, weil ich bin heute im Spiegel auf die Spiegel-Bestsellerliste mit dem Buch auf Platz 2 eingestiegen, was Wahnsinn ist. An dieser Stelle danke, 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 danke für alle, die es gekauft haben. Danke, danke, danke. Und ich habe wirklich hunderte toller Kommentare bekommen und es freut mich, dass alle tatsächlich irgendwie scheinbar es mögen und lachen. Und das Problem war jetzt, dass so viel gekauft wurde, dass es zum Beispiel Amazon ist, glaube ich, seit einer Woche schon aus. Es wird nachgepresst. Das dauert nur alles immer. Es ist, glaube ich, die vierte Auflage. Die dritte ist gerade unterwegs und die vierte wird schon nachgedruckt. Und deswegen dauert es. Aber ihr könnt auch tatsächlich, ihr müsst es nicht immer im Internet bestellen. Geht es in lokale Buchhandlungen oder ruft es an. Die haben es vielleicht sogar eher wie die Großen, weil, oder hier in München der Hugendubel, der hat Bücher. Das weiß ich zum Beispiel. Und da gehe ich auch gern rein. Das ist so, ich liebe es, in Buchläden reinzugehen, ein paar Bücher zu holen und dann so reinzuschnücken. Ah, das vielleicht oder so. Und was erhältlich ist, im Moment jetzt, zum Beispiel auf Amazon oder auf das, gibt es doch überall, das ist das Hörbuch. Das habe ich auch selber eingelesen, weil ich werde ganz viel gefragt, das haben ganz, ganz viele geschrieben. Ja, gibt es auch ein Hörbuch? Ja, gibt es. So entweder als CD oder auch zum Runterladen. Kann man runterladen und zum Unterlegen. Und jetzt hört mal hin, wenn dieser Whisky hier auftrifft, jetzt hört mal zu. Nix. Alter, tja, ich rede zu viel. Jetzt ploppt er. Siehst du? Es gibt Whiskys, die ploppen aufs zweite Mal. Ich liebe die. Wie gesagt, der Flachmann. Alter. Ja, bei mir, ja, es wird schon ein bisschen dunkler draußen, aber es ist noch,
eigentlich offiziell ist noch Nachmittag. Ich habe euch also was voraus. Also wenn ihr jetzt da sitzt heute Abend, bin ich schon weit weg. Nein, bin ich wahrscheinlich entweder in den Battles von The Voice weiterhin. Das fand ich das berührendste, einer der berührendsten Battles überhaupt bei The Voice. Haben zwei, die eigentlich beide, haben beide mit Gitarre gespielt. Ich vergesse immer die Namen. Die Namen sind auch, und der eine von den beiden ist einer, der stottert und zwar sehr, sehr, sehr heftig. Aber immer wenn er singt, stottert er nicht. Es ist, keiner weiß warum, das ist für ihn dann, im Singen kann er ohne Stottern sprechen. Bei den Blind Auditions hat er tatsächlicherweise, und das, ganz ehrlich, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, er hat dann die Antworten, wenn sie ihm was gefragt haben, er hat dann gesungen, oh ja, ich würde gerne The Voice gewinnen und so. Und wenn er singt, dann stottert er nicht. Und das ist quasi wie wenn die Gitarre, mit der er spielt, ist wie eine Sprachhilfe und die Musik trägt seine Worte nach draußen und mal so viel zur Kraft von Musik. Und das war ein ganz großer Moment, weil wenn du das hörst, wenn jemand sich da so, ja, wenn es so, ich schwelge. Und oh, hier, meine Familie ist auch hier, da wird im Hintergrund vielleicht mal geredet. Und aber an der Stelle möchte ich nur eines sagen, eines der geilsten Battles of all time war das Battle, wo die Enjoy the Silence von Depeche Mode gesungen haben. Ich glaube, das ist schon wieder, nehme es auf und schaue es oft eine Woche später. Vorletzte Sendung, keine Ahnung, Sonntag von der Woche. Wahnsinn. Also Enjoy the Silence auf. Und was war noch so toll? Billie Eilish Ocean Eyes mit einer ganz jungen, eigentümlichen Stimme, Frau und ein Country-Sänger, wo man sich vorher gedacht hat, so, echt, Country? Ich bin so null Country-Fan. Und ich hätte es mir nie gedacht, von dem, was ich zum Beispiel von dem gesehen habe in den Blind Auditions. Und dann war es tatsächlich ein so schönes Battle. Eigentümliche Stimme, die rumfliegt. Und er hat dann den Johnny Cash dazu gemacht. Und Johnny Cash, sein Spätwerk, diese American-Serie, gehört zu den besten Platten, die sehe ich in den letzten 20 Jahren. Also gut, die ist wahrscheinlich schon älter, ich keine Ahnung, weiß, wie alt bin ich. Aber ein Musiktipp, hört euch mal die Nine Inch Nails, das Lied Hört an von Johnny Cash, nur mit Gitarre. Jetzt bist du deppert. Hier knickst, das ist unser Knarzeboden hier in der Altbauwohnung. Und deswegen, du musst gar nicht so leise sein. Man hört es einfach. Entschuldigung, das ist meine Frau. Oh, das ist ein super Stichwort. Du bist super reingekommen gerade. Beim letzten Mal war nämlich, ja, pass auf, jetzt trinke ich noch einmal kurz, ich halte diese ganze Zeit und habe gesagt, ich trinke, ich laber so viel. Ich kann es ja nicht vermeiden, wenn ich hier in der Wohnung bin. Meine Familie muss ja auch irgendwo sein. Meine Frau hat dann von der Seite ab und an mit rein kommentiert. Und Überraschung, ich kündige jetzt den nächsten Whisky-Montag an. Nächste Woche, 30.11. Ist es dann schon erster Advent? Man mag es kaum glauben, wir haben November, ist dann erster Advent oder ein Tag nach dem ersten Advent. Höchstens ich mache den Whisky-Montag am Sonntag, ist egal, wie auch immer. Am nächsten Montag, 30. ist die hier zu Gast. Das ist meine geliebte Ehefrau. Sie muss hier, sonst hört man mich nicht mehr. Nein, das ist Vinyl. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Vinylplatte, man mag es kaum glauben. Nächste Woche haben wir uns gedacht, weil es so schön war, dieses Hin- und Herreden, machen wir ein Special. Nächste Woche ist meine Frau zu Gast hier beim Whisky-Montag, weil... Ich bin gezwungen. Ich
wie gezwungen. Ja, sie wurde gezwungen. Mit Geld und Alkohol und nackten Tatsachen. Ja, jetzt pass auf. Warum ist meine Frau zu Gast? Meine Frau muss meine Whisky-Leidenschaft, mein Nerdtum begleitet sie schon sehr, 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 sehr lange. Und ich war mit meiner Frau, das ist lange her, ich weiß nicht, 15 Jahre länger, 20, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war auf meiner ersten Whisky-Messe zusammen mit meiner Frau und sie ist mitgegangen. Und das besprechen wir nächste Woche. Aus Liebe ist sie mitgegangen. Das war strange für dich, glaube ich. Und es gibt, ich werde nächste Woche versuchen, einen Whisky hier aufzumachen oder zu haben, den auch meine Frau mag, weil... Glaube ich nicht. Ja, sie glaubt nicht dran. Es gibt ja ein, zwei, die diese mag, aber es sind nicht viele. Und alles, wo, ich sag mal, der Torf nur auch mal ganz leicht von der Seite Servus gesagt hat, ich sag nur das Wort Moorleiche. Also, wie gesagt, nächste Woche machen wir ein, bin ich zum ersten Mal nicht allein beim Whisky-Montag, mache ein eigentlich erster Advent-Weihnachts-Special, wie gesagt, weil es gibt ganz viel zu erzählen über ein Künstlerpärchen, das beide in diesem wahnsinnigen Jahr im Grunde genommen auch als Menschen, wie haben wir als Menschen sind wir da durchgegangen, wie sind wir als Künstler durchgegangen. Meine Frau hat ja dann im Lockdown oder kurz nach dem Lockdown, nach dem ersten, man muss ja immer sagen, jetzt so erster, zweiter, dritter, man weiß es ja nicht, also hat ihr Album rausgebracht, das Album Seeheim, und ich muss auch die Musik meiner Frau hilft mir oft tatsächlich, wie generell Musik, deswegen schwelge ich auch, wenn ich bei The Voice was Schönes höre, Musik hilft wie Humor. Und nächste Woche, 30.11. Montag, zum ersten Mal die zwei Mittermeiers, Gudrun und Michael. Boah, das hört sich an wie Volksmusik-Duo. Gudrun und Michael. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Schauen wir mal. Und ich trinke jetzt hier mal einfach nochmal. Wir sind eigentlich schon wieder, ich würde mal sagen, ziemlich am Ende. Ich bin noch nicht am Ende. Wisst ihr, was Schönes? Tatsächlich, ich habe so einen heftigen, strangen, schnellen, überhetzten Tag gehabt. Es war alles. Und ich fühle mich gut. Das ist schön. Mordlach 16. Alter, wirklich, also es ist immer schön, wenn man neue Dinge entdeckt. Das ist wie wenn man neue Musik entdeckt, einen neuen Whisky. Und der ist, I love it. Es gab mal, habe ich gelesen, es gab mal eine Abfüllung von Mordlach, die ist Flora und Fauna. Finde ich ja super, wenn man was benennt nach Tieren und Pflanzen, weil das hier, das ist das Tier. Hier steht es auch oben drauf. Kann man das lesen, wenn ich es hinhalte? Näher an die Kamera? The Beast of Dufftown. Und das ist er wirklich. Und heute ist es, wie gesagt, wirklich Montag, weil letzten Montag war ich ja dann, pass auf, an dieser Stelle, es ging im Internet ziemlich rund, ich habe Zuschriften bekommen, weil manche Leute meinten, ich bin das Hippo, also das Nilpferd bei The Masked Singer. Meine Frau hat mir einen Screenshot vom Fernseher gemacht, übrigens, The Masked Singer, die glauben. Und dann war es auch so, dass ich ja nur am Sonntag den Whisky-Montag gemacht habe. Und das haben, glaube ich, einige recherchiert, so, der Mittermeier ist nicht da. Also, nein, ich war letzten Montag tatsächlicherweise, ich war in Österreich. Und zwar noch einen Tag, bevor bei denen der komplette harte Lockdown war. Ich bin auch
Ich bin viermal getestet mittlerweile. Ich bin vor, währenddessen, nachher, zwischendrin. Ich war auch nur mit getesteten Menschen zusammen und war bei der wunderbaren Sendung Willkommen Österreich. Könnt ihr mal auschecken. Tatsächlicherweise, wenn auf YouTube gibt es Mittermeier Willkommen Österreich. Es war ein geiler Auftritt, weil Stermann und Grissemann gehören für mich zu den absolut besten im Humor. Ich muss wirklich sagen, also letzte Woche, wo man sitzt dann hinten, schaut sich dann deren, ist ja kein Monolog, sondern ein Dialog. Beide machen eine Art wie beim Stand-up und sprechen in die Kamera. Und das war einer der lustigsten Comedy-Stand-ups, die ich tatsächlicherweise in letzter Zeit gehört habe, weil die zwei sind einfach Wahnsinn. Und so eine der wenigen Sendungen, wo man Alkohol trinkt, in der Sendung. Ja, wie auch immer, Slanche, cheers, Prost. Ich bin wieder hier gut gelandet, bin wieder da, jetzt bleibe ich auch in Deutschland. Es wird ja um uns herum ein bisschen finster, leider, und ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, dass leider Gottes dieser sogenannte Light-Lockdown auch nochmal weitergemacht wird. Und ich bin der Meinung, passt aufeinander auf, die Dinge, die wir tun können, ob es die Maske aufhaben, mit Distanz, einfach nicht so viele Leute treffen. Mir tut es genauso weh. Es gibt Freunde, die würde ich so gerne wiedersehen. Ich würde meine Eltern auch gerne in den Arm nehmen. Ich würde, weißt du, wenn, es ist einfach nur so, wir müssen aufpassen. Und auch wenn es für uns innerlich irgendwie gerade nicht einfach ist, vor allem in der Vorweihnachtszeit, weil für mich ist Vorweihnachtszeit immer was ganz Besonderes, weil Weihnachten, ich liebe Weihnachten, darüber werde ich nochmal sprechen in den nächsten Whisky-Montagen. In diesem Sinne, passt aufeinander auf. Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Und ich hoffe, dass in einer Woche, vielleicht haben Sie den Donald endlich auf einer Trage in einem solchen Anzug aus dem Weißen Haus getragen, in einem weißen Anzug mit verschränkten Armen. Wir sehen uns nächsten Montag. Und wie gesagt, das wird ganz toll. Da sitze ich hier zusammen mit meiner Frau. Und ansonsten kann ich nur sagen, Mortlach 16, Euder, super und weiterhin support your local Whisky-Händler. Bei mir ist es wie immer der Randy vom Tara Spirits in München am Rindermarkt. Und egal wo ihr sitzt in Deutschland, es gibt irgendwo, es gibt so viele kleine Whisky-Läden und die müssen auch durchkommen. Und viele von denen, da kann man auch bestellen, muss man nicht reingehen. Wer sagt, oh, ich will im Moment nicht rausgehen, auch zum Beispiel hier in München im Tara, kannst du anrufen, kannst bestellen, die schicken das. Und wir, oder ich sitze jetzt noch alleine, nächste Woche ist meine Frau hier, da werden wir euch was wünschen. Heute wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Ich will heute nicht aufhören, ihr merkt es. Ich bin so, ja, wir schauen uns heute die Battles von gestern an. Oder, voll aktuell. Du bist. Ciao.